Yeah. Im Himmel gegenüber sitzen sich Mephisto und der Herr. Mephisto fällt der Glaube an die Menschheit ziemlich schwer, denn er glaubt noch an ihre ach so bedingungslose Treue nicht. Möchte eine Wette machen, ist es was der Teufel spricht, er streckt dem Herrn seine Hand entgegen. Er würde dem Gebildetesten der Menschen alles geben, alles nehmen, nur um ihm zu zeigen, dass auf solch einen Weisen wie Heinrich Faust in der Religion starke Zweifel begleiten. Der Herr ist ziemlich siegessicher und schlägt in die Wette ein. Darauf folgt aus Mephistos Rachen ein fieses Kichern. Unten auf der Erde sitzt der Heinrich am Schreibtisch und peilt nicht, was diese Welt im Innersten vereinigt. Es fällt ihm nicht leicht, mit dem Denken aufzuhören. Er versucht dazu sogar, Erdengeister zu beschwören. Doch auch die lehnen ihn ab. Und Faust ist völlig verzweifelt. Um seine Weisheit einzuschränken, ist er viel zu eitel. Mit seinem primitiven Schüler Wagner regt er sich ab. Bei einem Spaziergang durch die schönen großen Gärten der Stadt. Dabei verfolgt ihn ein Pudel mit seltsamer Mähne, mit dunkelstem Fell und mit pechschwarzer Seele. Bei Faust zu Hause zeigt er sein Gesicht nun ganz deutlich. Des Pudels Kern entpuppt sich als Mephisto, der Teufel. Der verspricht ihm, dass das mit der Weisheit glatt. Und die beiden schließen einen Pakt. Leg dich nicht mit mir an, denn ich bin nicht alleine. Mir steht momentan der Teufel stets zur Seite. Wir sind rau, wir sind lau, der gibt mir das, was ich brauch. Denn ich hab diesem Teufel meine Seele verkauft. In Auerbachs Keller fließen bald Alkohol und keine Tränen, denn so könnte Heinrichs Leben gerne ewig weitergehen. Doch er ist schon alt, der Tod ist längst in Sicht. Der Grund dafür, dass ihn Mephisto zu einer Hexe schickt. Diese Hexe sieht ihm seine tiefsten Wünsche schon an und gibt ihm ohne zu zögern einen Verjüngerungstrank. So wird er jung und attraktiv, muskulös und voller Trieb. Er trifft ein Mädchen auf der Straße und hat sich sofort verliebt. Junges Mädchen, darf ich's wagen, sie nach Hause zu begleiten, sie auf meinen Händen tragen, ihnen neue Welten zeigen. Doch sie will ihn nicht, das hat er nicht bedacht. Aus Verzweiflung beruft Faust sich auf den Pakt mit dem Teufel und bittet ihn, sie für sich zu gewinnen. Seiner dunklen Macht kann sie nicht entrinnen. Und so erstieht sich Faust die reine Seele dieses Mädchens. Sie heißt Margarete, doch er nennt sie Gretchen. Zwischen Faust und Gretchens Familie beginnt Krieg, weil sie wohl in Zukunft ein uneheliches Kind kriegt. Und zwar von Heinrich, der sich heimlich ihre Unschuld erschlich. Sie verurteilte sich, denn ihr Wunsch war es nicht. Faust versucht sich zu verziehen, doch begegnet dem starken und älteren Bruder des jungen Gretchen. Der will ihn zur Rede stellen, mitten in der Nacht. Doch ehe er sich versieht, hat ihn Heinrich umgebracht. Leg dich nicht mit mir an, denn ich bin nicht alleine. Mir steht momentan der Teufel stets zur Seite. Wir sind rau, wir sind lau, der gibt mir das, was ich brauch. Denn ich hab diesem Teufel meine Seele verkauft. Bei Zeiten nimmt die Story dann ein spannendes Ende, denn Margarete hat ihr Kind bereits im Wasser ertränkt, um der Schmach und dem Lästern der anderen zu entgehen. Doch muss nun in den Kerker, denn sie wurde dabei gesehen und muss bezahlen mit dem eigenen Leben für das Verbrechen. Doch Faust und Mephisto überlegen, wie sie sie retten und brechen langsam ein in den Kerker des Todes, schleichen sich hinein mit bewährter Methode. Und als Heinrich Faust dann endlich auf Gretchen trifft und ihren Namen ruft, hört sie es, doch dreht sich nicht um, denn sie weiß von seinem Pakt mit dem Herrscher jeder Nacht, bekannt als Mephisto, der Teufel, sie lacht, sieht ihm in die Augen und bringt ihn zum Staunen. Denn was sie nun sagt, sollte ihm den Atem rauben. Ich gehe nicht mit dir und deinem teuflischen Schergen, viel lieber kauere ich hier, um bald in Reue zu sterben. Und trotz Bitten und Flehen möchte sie nicht mit ihm gehen. Mephisto packt ihn und rennt, sie will ihn nie wieder sehen. Die beiden Männer fliehen, sie hatten sowieso nicht viel Zeit, denn Margaretes Leben ist nur noch dem Tode geweiht. Der Himmel weint, Gretchen zieht ins Paradies, Faust geht's mies, denn sein Plan ging schief, er hat den Glauben verloren. Und die Moral von der Geschichte ist, dass auch die Weisheit nicht vor den Verführungen des Bösen schützt. Leg dich nicht mit mir an, denn ich bin nicht alleine. Mir steht momentan der Teufel stets zur Seite. Wir sind rau, wir sind lau, der gibt mir das, was ich brauch. Denn ich hab diesem Teufel meine Seele verkauft.